So, da wären wir. So, und wie gesagt, ich meine, ja, da ist er nämlich, ne? Also so weit weg steht der Turm nicht. Haben wir eigentlich hier schon die Träne mitgenommen? Ja, ne? Ja, haben wir schon. Ja, würde ich sagen, dann katapultieren wir uns einmal nach oben. Und dann versuchen wir mal unser Glück, ne? So, mit der Unterstützung von Tulin an der Stelle kommen wir natürlich auch besser voran, ne? Bisschen mehr Ausdauer würde jetzt nicht schaden. Nun gut, ich kletter mal hier hoch. Und dann will ich mal hoffen, dass wir dann gleich auch zeitnah zum Turm gelangen. Bisschen haben wir noch, aber das kriegen wir hin. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Das hat man jetzt auch, ja, gestern und vorgestern bei den Türmen. Da gehst du jetzt einfach nicht, also in den meisten gehst du nicht einfach hin und machst die Tür auf und dann hast du den Turm, ne? Meistens ist immer noch das Ganze mit einer Aufgabe verbunden. Bin mal gespannt, ob wir jetzt hier auch irgendwas machen müssen. Noch steht da niemand. Aber das hat nichts zu heißen, ne? Okay. Ah, okay, klar. Ich wollte gerade sagen, es würde mich jetzt auch schwer wundern, wenn wir jetzt einfach hier den Turm uns hätten nehmen können, ne? Hm. Es hätte mich sehr schwer gewundert. Hier ist auch jetzt. Moment mal eben. Ah, da schreit schon jemand nach Hilfe, sehr gut. Wühlen. Sprech mal hier mit dem Kollegen. Du, was führt dich denn an einen Ort wie diesen? Nein, das ist eigentlich nicht wichtig. Könntest du mir vielleicht irgendwie helfen? Was gibt's denn? Ich habe in den Ruinen eine Falle ausgelöst und jetzt hänge ich fest. Was für ein Schlamassel. Kannst du den Schalter sehen? Wenn du ihn betätigst, solltest du mich damit aus der Falle befreien können. Da drüben gibt es einen Höhleneingang. Durch ihn bin ich hier hereingelangt. Mhm. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ich flehe dich an. Du bist meine letzte Hoffnung. Ich werde mich nicht vom Fleck bewegen. Okay, also. Markier das mal irgendwie da vorne. Ich zumindest mal eine grobe Orientierung gleich habe. Weil ich könnte ja eigentlich auch einfach hier hoch, oder? Wir müssen es mal testen. Hoch kommen wir auf jeden Fall. Ja, Markierung habe ich da hingesetzt. Schauen wir mal, ob wir jetzt gleich da, wie gesagt, irgendwo einen Eingang finden. So, ich meine auf jeden Fall Bäume gesehen zu haben. Die haben wir jetzt hier auch. Da ist es doch. So, mein Lieber. Du bist frei. Mein Herr! Ich wusste ganz sicher, dass du mich retten würdest. Danke dir. Ich kann dir im Moment nichts anderes anbieten, aber bitte nimm das. Nehmen wir gerne an. Ich habe die Falle ausgelöst, weil dies als Köder darin lag. Ich will es nicht mehr sehen. Mach damit, was du willst. Aber Moment mal, ich habe schon viel zu viel Zeit verloren. Im Kartografieturm erwarten mich wichtige Aufgaben. Also muss ich mich umgehend auf den Weg machen. Danke. Sehr gut. Hat der nicht gerade von der Truhe gesprochen? Die ist doch offen, oder wie ich jetzt panne?
Ich nehme noch hier ein paar Leuchtpilze mit. Was haben wir denn hier? Meint ihr die Truhe? Gucken wir mal, was wir drin haben. Ein Topaz. Gut. Ja, da würde ich sagen, dann gehen wir wieder hier hin. War ja eigentlich kein schlechter Spot, um zum Turm wieder zu kommen, ne? Da bist du ja wieder. Oh, was für ein Glück, dass du mich gerettet hast. Ich war eigentlich nur in der Gegend, um diesen Kartografierturm zu warten. Die Vorrichtung war kaputt, weil Feuchtigkeit eingedrungen war, aber ich konnte sie im Nu reparieren. Mein Eingesperrtsein hat einige Verzögerungen nach sich gezogen. Meine Freunde in der Baufirma sind dadurch bestimmt ganz schön in die Bredouille geraten. Darum werde ich umgehend zum nächsten Kartografierturm eilen, sobald ich mich nur ein wenig beruhigt habe. Ja dann. Jetzt wieder ab die wilde Fahrt. Sehr schön. So, jetzt können wir direkt mal Ausschau halten. Also da haben wir ja noch einen Schrein. Noch irgendwo. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal darüber. Guten Morgen, lieber Domme. Ich grüße dich. Wie sieht's aus, mein Lieber? Also, den habe ich markiert, ne? Das war doch der. Ja, alles klar. Sonst noch irgendwo ein Schrein. So, wir gehen mal in den Schrein rein. Wie viele Stunden habe ich? Also ich habe ja jetzt Freitag, Samstag und Sonntag. Ich glaube 20 Stunden, glaube ich, schon, ne? Habe ich zumindest gestreamt. Spielzeit ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden weniger, ne? Mit Pausen und sowas halt zwischendrin. 18, 19 Stunden, würde ich mal sagen. Und der Eindruck ist, ich habe ja vor zwei, drei Wochen habe ich ja den Vorgänger gespielt nochmal. Das ist ja schon ein richtig gutes Spiel, ne? Aber das, was die hier noch jetzt hingemacht haben, ey. Boah, ey, das ist einfach so unfassbar. Das ist einfach so unfassbar gut, ist das, ehrlich. Also. Einfach so geil gemacht, ehrlich. Ich werde mir das erste auch mal holen und spielen. Ja, kann ich wirklich, also, wärmstens empfehlen. Also. So, ich will mal hoffen, dass der Dinge jetzt gleich da runterrutscht, ne? Und wir dann da rüber können. Ah, es scheint zu funktionieren. Ah,
Thomas. Jawohl, gleich mal schön Achterbahn fahren. Ne, du wartest mal eben. Ja, komm, von mir aus machen wir es auch so. So, und jetzt vielleicht? Also wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Hör ihr mal direkt auf damit, du! So, festhalten. Jo. Hä? Geht hier ab. Okay. So, einmal das. Jetzt drehen wir das erstmal. Ich will mal hoffen, dass wir das ja jetzt genau dazwischen reinbekommen, ne? Ja, das sieht schon mal gut aus. Aber jetzt noch die Ventilatoren da dran. Wobei, Moment mal eben. Ja. Müssen wir gleich mal schauen. Ich frage mich, warum die kleine Platte da rechts noch jetzt liegt, ne? Brauche ich die oder ist das nur... ein nice to have. Na gut. Wir müssen das einfach mal probieren, ne? So, ab die wilde Fahrt. Ja, ich hätte den wahrscheinlich noch in die Mitte so reinlegen müssen, ne? Weil jetzt kippen wir wahrscheinlich auch wieder irgendwo raus. Ja, ja, klar. Natürlich. Sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt gleich funktioniert. Okay, habe ich. Weiß ich noch nicht, ob wir jetzt gleich da in die mittlere Schiene mit dem reinkommen, ne? Aha, 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 aha. Vielleicht trotzdem immer noch mal ein bisschen das Ganze mit unserem Körpergewicht ausbalancieren. Aber es scheint zu funktionieren. So, jetzt gleich geht's in den Drop rein. Nice. Da wären wir. So. Da ist nämlich noch einer. Jetzt habe ich keine Markierungen mehr, aber da wäre auch noch einer. Wo habe ich die eigentlich alle hingesetzt hier? Da bin ich da wahrscheinlich schon dreimal durch, oder? Wobei, da waren wir noch nicht.
Ja, ganz ehrlich. Gehen wir halt später nochmal hin, ne? Mal gucken, was da genau ist. So, ich glaube, den habe ich auch schon fertig. Weil da ist ja gar nichts. Naja, komm. Ach, der ist wieder unser... unser Freund. Ach, der ist... Ach. Hätte ich auch sehen können, ne? Das ist ja der Balken da unten. Ich hätte einfach nur einen Stein da drauflegen brauchen. Aber gut, so geht's auch, ne? So geht's dann auch. Zack, steht wieder eins. Ist auch eine Truhe, oder was? Das schauen wir uns doch mal eben an. Na. So, einmal drauf. Jetzt geht's doch einfach immer in die falsche Richtung, ne? Immer und immer wieder. So, schnell darüber. Oh, das war knapp. Ah, sehr schön. Ah, da hinten ist einer. Okay. Ja. Schon da drüber. Uschok-Schrein. Vertikal und horizontal. So. Ich spiele mir hier Golf. Hole in one, ne? Gut. Wenn die Kugel schienengeführt wird, ne, ist das ja auch jetzt nicht so unfassbar schwer. Ja. Ich glaube, hier braucht man ein bisschen mehr Wucht, ne? Wenn wir das dann so ein bisschen als Gewicht da dran packen. Dann scheppert er doch gleich die Kugel darüber. Ich sag ja immer wieder, ne, es ist so schön, wenn der Plan direkt beim ersten Mal auch aufgeht. Es gibt nichts Schöneres. So, das nehmen wir jetzt noch als Verlängerung. So, jetzt geht da oben das Tor auf. Vielleicht nochmal, ja, ein bisschen weiter höher ansetzen, ne? Hier vielleicht. So, und jetzt. Jetzt einmal festhalten. Jetzt holen wir den Apparat da noch rüber. Damit es jetzt gleich richtig scheppert. Oh, du sollst den noch nicht... Ja, der kommt ganz langsam zurück, ne? Ja,
So. Jetzt drücken wir das Ding noch so weit durch, wie es geht. Sehr gut. Die Schleichmedizin. Ja gut, würde ich sagen, dann beenden wir das Ganze mal, ne? Oh, das hat dann glücklicherweise mal wieder etwas besser funktioniert als so manch anderer Schrein. Ja, jetzt halt mal gleich nochmal Ausschau, ne? Also, ich habe jetzt hier weit und breit erstmal keinen Schrein gesehen. Aber da vorne ist ja noch der Stall, den müssen wir noch mitnehmen. Wieder mal wunderschönes Wetter hier in Hyrule. Wobei auch gleich schon wieder Regen vorhergesagt ist. So, wir sprechen erstmal mit den Leuten hier. Gleich gehen wir mal da runter. Und auch keine Ziege. Ach, so eine Frau, Entschuldigung. Oh, hallo. Dürfte ich dich vielleicht etwas fragen? Hast du hier in der Gegend vielleicht ein seltsames Wesen gesehen? Und diese Flötentöne, die von irgendwo herkommen. Ah, Leute. Müssen wir gleich mal gucken. Ist das nicht der Kollege, den die hier, die zwei von gestern noch gesucht haben? Oh, stimmt ja. Als ich unter den Bäumen nördlich dieses Stalles spazieren ging und dabei über jenes Wesen nachgrübelte, hörte ich plötzlich, wie jemand ganz vergnügt Flöte spielte. Ich konnte aber beim besten Willen nicht ausmachen, woher die Töne kamen, geschweige denn, wer da gespielt hat. Ein seltsames Wesen, der Klang einer Flöte von irgendwoher. Ich muss zugeben, dass mir das Sorgen macht. Ob er einer Flöte spielt, oder was? Nee. Genau. So, wir sprechen jetzt nochmal das Wesen an, ne? Das Komische. Ja, genau. Ein bisschen wie ein Pferd, nur irgendwie viel breiter. Mit eleganten Hörnern. Also nicht wie eine Kuh oder Ziege. Und es hatte diese beängstigend scharfen Reißzähne. Es tauchte auf, als ich östlich von hier durch den Wald spazierte. Doch als ich es genauer betrachten wollte, war es weg. So ein Wesen hatte ich vorher noch nie gesehen. Ich war also richtig schockiert. Ein Reisender, der vom Stall am See kam, meinte ebenfalls, eine solche Kreatur gesehen zu haben. Vielleicht heißt das ja, dass auch ich ihr irgendwann mal wieder begegnen werde. Jetzt müssen wir mal schauen. Also ich hatte da vorne ein Zelt gesehen, ne? Könnte das vielleicht der Kollege sein mit der Flöte? Ach, da oben. Also wirklich im Baum. Checken das mal eben ab. So, mein Lieber. Die Band sucht dich. Das ist ja doch, der Fane. Ui, hallo. Toll, dass du extra hier raufgeklettert bist. Wolltest du irgendwas von mir? Bestimmt bloß, dass ich für dich musiziere, stimmt's? Ich spreche mal ihn auf Ensemble Zügellos an. Nanu, woher kennst du denn das Ensemble Zügellos? Ja, erklär's ihm. Nein, wirklich? Das Ensemble tut sich wieder zusammen? Natürlich bin ich mit von der Partie. Aber, bevor ich zum Ensemble Zügellos zurückkehren kann, habe ich noch etwas Unaufschiebbares zu erledigen. Na, erstmal runter hier, denn hier oben ist es echt gefährlich. Dann erzähle ich dir auch gleich die Geschichte. Und jetzt, ich komme nicht mehr runter. Also, die Geschichte. Hat dir vielleicht jemand beim Stall davon erzählt? Jedenfalls geht es um das Feuer im Blumenfeld. Wie du siehst, ist hier in der Nähe alles verbrannt. Das war wegen mir. Ja, wahrscheinlich, weil du so heiß Flöte gespielt hast, ne? Aber ich schwöre dir, das war einfach, dass es einem versehen war. Das ist eine lange Geschichte, aber Haiti und ich, wir sind schon lange Freunde. Sie wollte immer schon einen echten leuchtenden Baum sehen, also habe ich ihr versprochen, dass ich ihn ihr zeige. Sie ihn einfach angezündet oder was? Aber solche Bäume gibt es nur in Märchen und nicht im wahren Leben. Also hatte ich ein Problem. Da habe ich mir einen normalen Baum gesucht und ihn, zum Leuchten gebracht. Ich wollte Haiti ja bloß ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, aber, ja, das war ein riesiger Fehlschlag. Aber so schnell gebe ich mich nicht geschlagen, oh nein. Darum sammle ich jetzt Glühwürmchen. Die leuchten auch und der Baum brennt dabei nicht ab. Er ist ein Fuchs. Schleichwürmchen, um genau zu sein. Mit 10 Schleichwürmchen oder mehr würde so ein Baum super schön leuchten. Und dann würde ich auch Haitis Lächeln ganz toll leuchten. Also, ja. Gut. Das heißt, wir müssen erstmal
Die Würmchen, ich weiß gar nicht. Wir werden wahrscheinlich keine haben, ne? Können wir einfach mal ansprechen. Frag mal, wo wir die denn finden können. Also, die heißen zwar Würmchen, sind aber so eine Art Glühwürmchen, also fliegen sie. Leuchten tun sie auch. Wenn man also wartet, bis es Nacht ist, kann man sie dadurch gut finden. Da habe ich in der Nähe des Stalls nie welche gesehen. Aber im dichten Wald im Norden, da soll es ganz viele davon geben, habe ich gehört. Die Frage ist nur, wo ist denn Norden? Ich habe mal versucht, eine Landkarte zu lesen, aber ich weiß nie, wo was ist. Ach so, ganz wichtig. Gleichwürmchen sind ganz scheu. Du musst dich ganz, ganz leise nähern. Alles klar. Aber da haben wir auch schon mal die Angabe, ne? Im Wald, nachts, das war mir jetzt prinzipiell klar. Ich weiß jetzt halt noch nicht, ne? Was meint er mit Norden? Meint er mit Norden hier den Wald? Oder nördlich von hier das hier, was hier alles so bewachsen. Ich glaube, hier fliegen, das sind ja diese ganzen Palmen und sowas, ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwie diese Glühwürmchen da rumfliegen. Ich kann es mir ja nicht denken, ne? Naja. Müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wenn wir also die Schleichwürmchen sehen, jedenfalls erstmal fangen. Hm? So, wir machen weiter. Erstmal müssen wir uns hier noch einen Punkt holen. Hey! Ja! Oh. So, noch zwei Stück, dann haben wir die nächste Prämie, die wir einkassieren können. Hey, wo ist denn Fane denn hin? Du, hör mal. Ich habe da einen Freund, Fane heißt der, der hat mir einen Streich gespielt. Ach, das ist ja hier die gute. Hat mir einen Streich gespielt und ein Blumenbeet abgebrannt. Er hat was davon gesagt, dass er mir einen leuchtenden Baum zeigen wollte. Aber es war wohl doch nur ein Streich. Und ich habe noch gesagt, mach das nicht. Aber da ist er schon weggerannt. Naja, so wie ich Fane kenne, hat er sich bestimmt irgendwo versteckt und spielt seine Flöte. Ja, haben wir schon bereits getroffen. Hier ist unser Freund. Wow! So, Pfeile packen wir erstmal ganz klassisch immer ein. Oh. Zu wenig Kohlen. Aber wo gerade mal dabei sind, ne? Wir können ja mal was verkaufen. Was kosten eigentlich die Teile hier? 15. Der will uns doch über den Tisch ziehen, ne? Gut, dann machen wir mal weiter. So, hier die gute Frau liest die Zeitung. Da müssen wir erstmal schauen. Das ist doch die, die wir eben getroffen haben, ne? Ja, okay. Maritimer Ferienort von Piraten überfallen. Was auch das, wo gestern noch Sirius von gesprochen hat, ne? Das ist schlimm. Ein Ferienort? Der ist da oben, dieses Dorf weit im Südosten. Ingolstadt wurde durch einen Piratenangriff zerstört. Die Überlebenden des Angriffs sind verzweifelt. Und siehst doch, Angelstedt. Ich hätte ja viel zu viel Angst, um zu versuchen, meinen Urlaub in meinem Piratenferiendorf zu verbringen. So, das ist aber noch das Einzige, was sie uns jetzt mitteilen möchte, ne? So, unser Kollege wartet auch natürlich da. Dem sprechen wir gleich auch nochmal. So, ein Reisender. Hier in der Prärie von Firon gibt es sehr viele Pferde, bin quasi mit denen aufgewachsen. Deswegen bin ich auch ein ziemlich guter Reiter. Und ich werde ständig besser. Eigentlich bin ich jetzt schon unschlagbar. Nun gehen mir so langsam die Herausforderungen aus. Darum habe ich mir ein Rennen ausgedacht, um meine Fähigkeiten als Reiter mal so richtig auf die Probe zu stellen. Und worum geht's bei dem Rennen? Vielleicht schnell zu sein? Du musst so schnell, wie es nur geht, über die Strecke galoppieren, ohne dass dir die Ladung vom Schlitten fällt. Ja, ich bin dabei. Zuerst mal musst du auf einem Pferd zu mir kommen, okay. Das ist überhaupt kein Problem. Hol mal. Jetzt haben wir eigentlich noch diesen Punkt Zugkraft, ne? Wenn wir jetzt noch irgendwas ziehen müssen, dann ist natürlich, wenn wir gar keine Sterne bei Zugkraft haben, ganz schlecht, ne? Was ist denn hier mit unserem Hulk? Aber nehmen wir ja Sirius.
Wir legen mal das Geschirr an, ne? Weil scheinbar brauchen wir es ja. So. Bin ich mal gespannt, was das gibt hier. Ah. Das hast du ja zufällig mitgebracht, um damit an einem gewissen Rennen teilzunehmen. Du hast ja sogar ein Geschirr. Wir haben mitgedacht, ne? Ja, dann kann es wohl losgehen. Auf alle Fälle frage ich nochmal, willst du versuchen, einen Rekord zu schlagen? Lass mich raten, 20, ne? Ja, klar, natürlich. Wie soll es was anders sein? Jetzt bin ich mal gespannt. Gut, dann erkläre ich dir mal die Regeln. Du musst eine Runde durch diese Prärie galoppieren, ohne dass dir was von den Städten runterfällt. Insgesamt gibt es 10 Kontrollpunkte und du kannst nicht zum Ziel, bevor du nicht alle passiert hast. Wenn du alle 10 Kontrollpunkte geschafft hast, komm wieder her. Hier ist dann das Ziel. So. Okay, der Rekord liegt bei einer Minute. Ich frage mich halt einfach, soll ich absteigen vom Pferd? Und das Ding festbinden? Also, ne? Nein. Hallo, was ist denn mit dir? Ach komm. Ja, vom Pferd absteigen gilt nicht. Okay, gut. Aber dann hätte ich auch meine Frage selber jetzt beantwortet. Gut, in dem Fall wäre natürlich ein Pferd mit maximaler Zuneigung schön. Der dann nicht einfach zwischendrin uns runterwirft, ne? Was ist los? Absteigen gilt nicht. Solange die Ladung noch an Bord ist, heißt es immer schön weitermachen. Hey, komm. Wir machen das später mal. So. Du bleibst einfach mal hier stehen, ne? Na komm, ich spreche mal mit dem Kollegen. Hallo Kollege, bist du auch hergekommen, nachdem du die Gerüchte gehört hast? Ich bin beeindruckt von deinem Ehrgeiz als Reporter. Immerhin hast du keine Flügel und der Weg hierher ist lang. Du hast es sicher schon gehört. In der Nähe dieses Stalls will jemand die Stimme von Prinzessin Zelda gehört haben. Ich bin gleich hergeflogen, als ich die kleinen Vögel davon zwitschern hörte. Doch irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe herausgefunden, dass die Stimme in der Arafla-Ebene im Nordwesten bei Einbruch der Nacht zu hören ist. Okay. Ektfenide. So soll es geklungen haben. Wie eine Art Zauberspruch oder Flug. Oh je, da sträuben sich einem ja die Federn. Man erzählt weiter, dass alle Reisenden, die Stimme hörten, vor Angst ihre Waffen wegwarfen und davonliefen. Dass wirklich die Stimme von Prinzessin Zelda ist? Und wenn ja, was geht da vor? Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Da bleibt wohl nur, dass wir der Angelegenheit selbst auf den Grund gehen. Dann machen wir das mal. Übrigens, Kollege, du bist doch schon ein bisschen ein Angsthase, oder? Was mit mir ist? Nun ja, ein bisschen Angst habe ich schon, aber nur ein kleines bisschen. Deshalb finde ich, dass wir diesmal gemeinsam arbeiten sollten, anstatt allein. Wir sollten nachts aufbrechen. Ich werde hier warten. Melde dich bei Einbruch der Nacht bei mir. Oh. Jetzt machen wir schon gemeinsame Sachen hier. Da vorne ist schon wieder ein Krog, der zu seinem Freund möchte. Das muss jetzt leider erstmal warten. Ja, ich werde sonst dafür. Wir machen das einfach mal, ne? Wir warten jetzt bis nachts. Aber vielleicht nochmal eben kurz hier runter. Sehr gut.
Okay. Sehr, sehr gut. Jetzt gleich mal schauen, da oben ist auch noch sicherlich irgendwas versteckt. Aha. Auch wenn es jetzt nicht so geil ist, das Schwert, aber es ist ein Schwert. Das können wir gerade ganz gut gebrauchen. Oh, okay, da geht's weiter. Ah. Es geht wieder raus. Ja, aber auch hier gibt es erstmal nichts Interessantes, oder? Ich weiß, bei BOTW ist auf jeden Fall nach vorne, da war ein Schrein, aber gut, das hat nichts zu heißen, ne? Vielleicht ist da, wenn, überhaupt ein Abgrund jetzt. Naja. Wir sind jetzt so weit. Ach du Schande. Komm, ich würde sagen, wir reisen nochmal dahin. Wir müssen nachts gehen. Ja gut, wir haben jetzt 3:30 gerade. Endlich ist es Nacht, Kollege. Die richtige Zeit, um die schaurige Stimme zwitschern zu hören, von der berichtet wird. Die Stimme, die in der Arafla-Ebene im Nordwesten angeblich nachts erklingt. Ob es wirklich die Stimme der Prinzessin ist? Wir müssen unbedingt die Wahrheit herausfinden. Also, sehen wir uns vor Ort mal um. Kann's losgehen, Kollege? Kann losgehen. Ja schön, genau die Antwort, die ich hören wollte. Also auf zu Arafla-Ebene im Nordwesten. Folge mir, ich gehe voraus. Du fliegst aber jetzt nicht, ne? Hallo, Kollege, hier drüben. Ach komm, wenn das Pferd schon mal hier steht, ne? Auch wenn es Geschirr da anhat. Oh. Hast du das gehört, Kollege? Ist ja gar nicht so weit weg. Ich dachte, wir müssen jetzt eine halbe Stunde reisen oder so. Umso besser. Das muss die Stimme sein, nach der wir suchen. Und sie kommt ganz aus der Nähe. Naja, das klingt in der Tat wie die Prinzessin Zelda. Aber wo kann sie nur sein? Meine Beine und Flügel fühlen sich ganz taub an. Kein schönes Gefühl. Ich will sie wieder bewegen. Und zwar flugs. Oje, um diese Zeit hört man die Stimme nicht. Was? Jetzt wissen wir zwar immer noch nicht, was es mit dieser Stimme auf sich hat, aber zumindest ist uns nichts passiert. Lass uns unsere Nachforschung in der kommenden Nacht fortsetzen. Ist jetzt, weil wir jetzt gerade Punkt 4 Uhr haben, das nicht mehr als Nacht jetzt durchgeht, ne? Wo kommt diese beunruhigende Stimme nur her? Die ist ganz nah, daran besteht kein Zweifel. Zu mir ist das selber quasi... der Stimme folgen. Lady Waff, Lady Waff. So üs. Ich lach mich kaputt, was gleich schon kommt, ne? Leg die Waff Ida, leg die Waff Ida, sonst ihr es büßen. Es wird immer lauter. Ist wahrscheinlich irgendwer in dem Baum. Ja, wobei. Ja, wir gehen gerade in die falsche Richtung, glaube ich. Auch hier sind wir falsch. Was? Moment mal, ist da ein Brunnen? Ach, da ist ein Brunnen. Ach komm. Legt die Waffen nieder. Legt die Waffen nieder, sonst werdet ihr es büßen. So, komm. Rein da. Was soll schon passieren? Seht die Affen wieder. Seht die Affen wieder.
Sie suchen nach was Süßem. Hm? Wo bist du denn hergekommen? Kann ich dir helfen? Die Frage, ob wir dir helfen können, junge Frau. Leg die Waffen nieder? Was meinst du denn damit? Sowas Komisches würde ich doch nie singen. Seht die Affen wieder, seht die Affen wieder. Das war's, was ich gesungen habe. Bitte was? Sonst werdet ihr es büßen? Legt die Waffen nieder, sonst werdet ihr es büßen? Was ist das denn für ein Text? Sie suchen nach was Süßem. Das habe ich gesungen. Das ganze Lied geht so. Seht die Affen wieder, seht die Affen wieder, sie suchen nach was Süßem. Ich wollte doch nur ein lustiges Lied über Affen schreiben, die nach süßen Früchten suchen. Ich habe das Gefühl, dass das einer von den Jäger ist. Hier im Boden kann ich üben, solange ich will, ohne dass es jemand stört. Und ich höre hier drin einfach meine Lieder, meine Stimme besser als draußen. Meine Lieder klingen auch viel schöner. Aber du sagst, dass es draußen so klingt, als würde ich irgendwen bedrohen. Und ich hatte mich schon gewundert, warum jeden Morgen lauter Waffen beim Brunnen liegen. Das erklärt's. Da das Zeug gefährlich ist, habe ich alles da drüben gesammelt. Oh, das ist natürlich praktisch. Ich habe kein Interesse an Waffen, also nimm dir ruhig, was du brauchen kannst. Hi! Hallo, bist du das Kollege? Wie ist es denn da drin? Sag mir, was da vor sich geht. Doktor! Kollege, und was war los? Ist Prinzessin Zelda da unten? Na, fast. Hä? Du willst mir sagen, dass da unten im Brunnen jemand singen geübt hat? Hm, verstehe. Räuchchen in einem Brunnen werden verzerrt und so klang die Stimme für uns, als wäre es Prinzessin Zelda. Das erklärt auch, warum niemand den richtigen Text verstanden, sondern nur schaurige, verzerrte Ausschnitte gehört hat. Damit wäre das Rätsel gelöst. Jetzt bin ich so glücklich, dass sich mir direkt die Federn sträuben. Danke für deine Unterstützung, Kollege. So, Kollege. Damit sind wir nun drei Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Merk gar nicht, dass du noch ein Nesthäkchen im Metier bist. Dein Ansehen bei Kletis wird sicher zu Sehens steigen. Hier, für dich, Nesthäkchen. Oh. Da fällt mir noch etwas ein. Kletis gefällt deine Arbeitsmoral, Kollege. Und deshalb möchte sie dir einen kleinen Bonus zukommen lassen. Hervorragende Arbeit, Kollege. Nehmen wir gerne mit. Gut, ich mache mich dann mal auf den Heimflug. Ich muss so schnell wie möglich einen Artikel darüber verfassen, dass die Stimme nicht der Prinzessin gehört. Auf ein baldiges Wiedersehen, Kollege. Abflug. Alle wohlauf sind. Ich hoffe, dass Truppenführerin Armani und die anderen gesund und munter sind. Ah, Reisender. Sei vorsichtig, wenn du deinen Weg fortsetzt, denn du betrittst dann ein ziemlich gefährliches Gebiet. Truppenführerin Armani führt dort gerade mit ihrer dritten Einheit der Monsterwehr einen Einsatz durch. Oh. Okay. Anscheinend hat ein Piratenschiff am Ufer des Evandra-Flusses westlich von hier angelegt. Truppenführerin Armani und ihre Monsterwehr-Einheit bereiten einen Angriff auf das Schiff vor. Warum ich hier bin? Ich bin als Köchin mitgekommen und bewache neben meiner Arbeit das Lager. Ich habe beim Kochen ein bisschen experimentiert. Du darfst mein neuestes Gericht gern probieren, Reisender. Wenn du auf deine Kampfkünste vertraust, könntest du Truppenführerin Armani und ihre Einheit zu Hilfe eilen. So, was haben wir hier noch für ein Schwert? Soldatenschwert. Das machen wir weg. Weißt du nicht, ich bin eigentlich nie so ein Fan von Boomerang gewesen, ne? Also schon in BOTW. Alter, was ist das denn für ein Apparat? Ist ja auch der große Boomerang, ne? Ist ja Name Programm. Diese Waffe da wurde zurückgelassen, weil sie nicht rechtzeitig vor dem Kampf wieder in Schuss gebracht werden konnte. Gib's hier einfach einem Reisenden, der des Weges kommt oder so. An die Worte der Truppenführerin. Du kannst dich also ruhig bedienen. Das ist wirklich sehr, sehr freundlich. Befreien derzeit Schiff am Ufer des Evandra-Flusses im Westen von Monstern.